Als ich 12 Jahre alt war, hatte ich so ein kleines Aquarium, 60 Zentimeter war das. Viel zu klein, darf man heute nicht mehr. Und da hatte ich ein Pärchen rote Zichliden drin. Die sahen wunderhübsch aus, richtig knallrot. Ganz, ganz tolle Fische, hatte ich auch noch ein paar kleine andere Fische drin. Und dann haben die einen Tag Eier gelegt. Auf einmal waren das nicht mehr die kleinen, friedlichen Zichliden. Auf einmal waren das die Killermaschinen und terrorisierten das ganze Aquarium. Das war eine etwas andere Art rote Zichliden, die ich damals hatte. Das ist der Turkana hier. Wird auch knallrot, wenn er erwachsen ist. Ist aber längst nicht so aggressiv wie der eigentliche rote Zichlide, den ich von früher kannte. Früher war das alles auch ein bisschen anders in der Aquaristik. Man hatte das Wissen nicht. Also einmal das Wissen nicht, wie groß so ein Aquarium sein muss. Da hat man gedacht, naja, wenn der Fisch doch als Paar sich so eine kleine Ecke ausgesucht hat und die Ecke nur so groß ist, ja, dann kriegt er auch nur so ein großes Aquarium und dann reicht das. Nee, das gehört nicht alles zum Leben. Da, wo wir wohnen, wo unsere Wohnung ist, ist ja auch nicht unser Lebensraum. Wir gehen ja auch schon mal nach draußen, wir wollen schon mal spazieren gehen, wir wollen schon mal irgendwo hin. Und die Fische bewegen sich ja auch schon mal irgendwo anders hin. Und wenn nur zum Fressen, wir können auch mal gleich zum Fressen kommen, die gucken gerade schon. Also natürlich wird in der Beschreibung geschrieben, dass die also alle Lebendfutter, Insekten aller Arten fressen. Ja klar, immer wieder und gerne. Hier habe ich ein paar weiße Mückenlarven. Ich mache mal den Deckel wieder drauf, dann haben wir wieder besseres Licht. Fressen sie und eigentlich gar nicht so gierig. Nicht so gierig, wie dann meine roten Zichliden gemacht haben. Die hätten alle anderen vertrieben und hätten sie erstmal den Bauch so voll gefressen, dass kein anderer mehr drankommt, solange sie noch irgendwas fressen können. Ich kann mal in die andere Ecke noch, habe ich auch noch gerade ein paar rote Mückenlarven. Aber hier bei diesen Turkana-Zichliden, oder ist eigentlich egal, ob das die Turkana sind oder die anderen roten Zichliden, das sind also so, ja, ich würde die ja mehr als Allesfresser beschreiben. In der Fachliteratur steht natürlich Lebendfutter, ersatzweise auch Frostfutter. Aber das sind auch Zichliden, die man wirklich prima an Flocke oder an Granulat oder Tabletten gewöhnen kann. Da gibt es ja eine riesen Auswahl, was man da alle so füttern kann. Aber klar, wenn das wie jetzt hier so wimmelt, ist natürlich ein ganz anderer Reiz. Fressen die mehr, werden die größer. Mit den roten Mückenlarven werden auf alle Fälle die Farben intensiver der Fische. Nicht jetzt und gleich, also nicht, dass ihr meint, jetzt wartet doch noch 8 Minuten und dann sind die Fische rot, so geht das nicht, sondern das ist natürlich eine längere Zeit. Wie die Farben der Fische sind, wie gut der Körperbau ist, wie der ganze Fisch sich entwickelt, das ist ja nicht so eine Sache von einmal in der Woche Mückenlarven geben, sondern das hat mit dem Gesamtkonzept zu tun. Das heißt, das fängt beim Wasser an. Das Wasser muss nicht nur kristallklar sein, sondern es muss auch sauber und klar und sauber ist ein Unterschied. Wir haben ja schon alle gehört von Pestiziden, von belastetem Wasser. Jeder hat da schon mal irgendwo von so einem Skandal gehört. Und wenn wir natürlich so einen Skandal im Aquarium haben oder selber angerichtet haben, ja, da lacht ihr, selber angerichtet, ja klar. Wie viele kenne ich, die schütten also erst einen Pflanzendünger rein und anschließend einen flüssigen Algenkiller hinterher. Und danach dann wieder einen flüssigen Wasseraufbereiter und da dann die Pflanzen alle hin sind, dann wieder den Pflanzendünger und zum Schluss ist das Ganze eigentlich so ein Chemielaborkasten und das hat also gar nichts mehr mit dem sauberen Wasser, mit dem reinen Wasser zu tun. Das ist vielleicht klar, das ist aber alles. Und deshalb muss natürlich da ein Wasserwechsel hin. Über Wasserwechsel wird ja auch so gestritten. Manche sagen, boah, ich mache einmal in der Woche bis hier leer, nehme die Steine raus und schrubb die, tu die dann wieder rein und dann mache ich so ein bisschen handwarmes Wasser rein und die haben das überlebt. Ja, überlebt ist dann der richtige Ausdruck. Die haben das also wirklich nur so eben überlebt. Das ist also nicht das, was wir unseren Tieren antun, sondern wir machen das mit Gefühl. So geht das auch in der Natur nicht. Wenn in so einem See, so einem großen Fluss, das regnet, dann wird der verdünnt. Klar, aber wenn anfängt zu regnen,
merkt man die erste Viertelstunde noch gar nichts vom Verdünnen. Wenn er dann 3, 4, 5 Stunden oder 3, 4 Tage gerechnet hat, ist die Verdünnung ganz anderes. Aber das fängt ja auch langsam an und das ist ein fließender Prozess. Und so sollten wir das auch versuchen im Aquarium. Viele fragen ja, wie ist das denn so ideal mit dem Wasserwechsel? Ja, ideal ist wie in der Natur, aber die Natur ist ja auch nicht immer ideal. Es gibt da auch Trockenzeiten, es gibt da Regenzeiten. Das heißt, wir müssen da so ein Feeling für entwickeln. Immer gleichmäßig, regelmäßige Wasserwechsel machen und nicht zu viel. Das ist eigentlich so das Ideale. Tolle Tipps. Die Fische machen natürlich Schmutz. Hier sind jetzt Futter drin. Das wird, hoffe ich, nachher alle aufgefressen sein. Anschließend, überall, wo man vorne was reinsteckt, kommt auch hinten was raus. Das heißt, die Ausscheidungsprodukte belasten das Aquariumwasser. Wenn ich zu viel fütter, habe ich immer Schwebeteile, so wie jetzt hier zum Beispiel diese weißen Mückenlarven hier noch überall rumschweben. Die sind gar nicht tot, die leben noch, aber sofort haben viele im Aquarium immer, auch wenn sie nicht mehr füttern. Das heißt, da ist viel zu viel Belastung drin und die muss verdünnt werden. Wenn ihr jetzt nicht nur Aquarianer seid, sondern womöglich auch Pflanzenfreunde und habt noch auf der Fensterbank noch ein paar Pflanzen, dann ist das Beste, man nimmt jeden Tag ein bisschen Wasser aus dem Aquarium und gießt damit die Blumen. Die Blumen auf der Fensterbank oder die Pflanzen besser gesagt, die haben dann immer Nährstoff aus dem Naturgewässer. Das ist total gut. Und wenn ich jeden Tag so ein bisschen gieße, 2, 3, 4, 5 Liter, je nach Aquariengröße, sonst vielleicht mehr beim großen Aquarium. Und dann habe ich jeden Tag frisches Wasser immer da rein und altes immer ein bisschen raus. Dann wird das immer verdünnt. Meine Pflanzen auf der Fensterbank wachsen besser und den Fischen geht es auch besser. Also macht euch Gedanken, Hauptsache das Wasser ist immer mal ausgetauscht, mal frisch, sauber, guten Filter dran, den natürlich auch regelmäßig reinigen, aber dies mit Wasser alles raus, Steine, Wurzeln, Schruppen, Filter sauber machen, alles in einem Atemzug, ist die ganze Biologie im Aquarium zerstört und die Tiere leben also dann auf einmal wie in einer anderen Landschaft, wie in einer anderen Welt und müssen sich erst ganz neu eingewöhnen, wenn sie das überhaupt schaffen. Empfindliche Fische schaffen das nicht. Und wir wollen aber ja nicht, dass das unsere Fische schaffen. Wir möchten ja, dass unsere Fische sich wohlfühlen. Und gerade hier so bei so roten Zichlidenarten, hier dieser ist so eine Art, der ist ja ein ganz Stück friedlicher. Den kann man mit nicht langflossigen Fischen, also nicht mit Guppies, Kammfischen und ähnlichen oder Fadenfischen zusammenhalten. Aber so ein Schwerträger oder so, der würde in so eine Gesellschaft auch reinpassen. Zwar nicht von der Herkunft, aber vom Halten, vom Friedlichsein. Und wenn die dann also mal in dem Alter kommen und legen Eier, dann würden die, ich sag mal, sich sicherlich den Stein hier hinten aussuchen, legen mitten auf dem Stein ein schönes Gelege. Dieser Turkaner, der wird so 8 bis 10 Zentimeter groß und die machen meist ein Gelege von 200-300 Eiern. Der herkömmliche rote Zichlide, den es früher immer nur gab, der hat Gelege von 500, 600, 700 Eier gelegt. Ich hatte damals mal ein paar und als sie dann erst im Eier gelegt haben, ja gut, da beobachtet man ja wirklich jeden Fisch und man zählt erst jedes Ei und anschließend zählt man dann jeden Jungfisch und was man davon groß kriegt. Die haben also damals beim ersten Gelege 625 Eier gelegt. Davon sind wirklich 602 geschlüpft, also waren nur ein ganz paar wenige Eier unbefruchtet. Die Eier lagen 2 Tage, aber dann muss man mal mit einer Lupe genau hingucken. Denn wenn man die untere Lupe sieht, dann sind die Eier, die da liegen, keine Eier mehr, sondern geschlüpfte Jungen, die da noch drauf sitzen auf dem Substrat. Aber wenn man sieht, dann liegen da quasi die Eier und die Zappeln so. Und wenn man noch genauer guckt, sieht man, dass hinten ein kleines Schwänzchen ist, was dieses Zappeln erzeugt. Das heißt, nach 2 Tagen ist aus dem Ei ein Fisch geschlüpft, der aber noch nicht schwimmen kann. Das dauert dann noch weitere 3, 4, 5 Tage. Also so meist hatte ich den Durchschnitt vom Legen bis zum ersten Mal schwimmen, ist das so 1 Woche. Und dann treiben die Elterntiere am liebsten, um die Jungen besser zu beobachten, in so eine kleine Höhle, so wie hier Sand so ein bisschen ausgeschachtet ist. Da stehen sie und bewachen die. Die Ecke wäre dann auch ganz richtig, rechts und links vom Stein geschützt. Und so können sie nach vorne und hinten können sie aufpassen. Noch besser wären natürlich 3 Seiten zu, dann können sie leichter aufpassen, dass kein anderer die Jungen stiehlt. Und pflegen dann ihre Jungen ja so
zwei Wochen bestimmt, vielleicht sogar drei Wochen, achten darauf, dass denen keiner was tut, achten auch darauf, dass da Futter hinkommt in der Ecke, dass die sich also ernähren können. Das ist natürlich was super Spannendes, so ein Zuchtvorgang. Die roten Sichlinen, die ich hatte, die waren aber dann Killer. In dem Augenblick haben die, Aquam war auch viel zu klein, so ein 60 cm Becken, die haben alles ermordet. An einem Tag, da war ich dann nicht zu Hause, die legen Eier, fanden die morgens noch total toll. Als ich abends wieder kam vom Spielen, waren alle tot, außer das Paar war ganz stolz, wie gut sie ihre Brut bewacht haben. So was wollen wir natürlich nicht im Gemeinschaftsaquam haben. Heute wissen wir alle ein bisschen mehr. Das heißt, wenn man die züchten will, setze ich so ein Bärchen alleine. Wenn ich natürlich ein Bärchen im Aquarium habe, werden die regelmäßig ableichen. Dann sollte aber das Aquarium groß genug sein, dass alle anderen flüchten können. Also mit so einem Bärchen und Züchten, so unterm 200 Liter Aquarium, würde ich das eigentlich nicht machen. Und denen würde ich dann eine Ecke, der flache Stein kann ich ja bestimmen, wo der liegt, dann würde ich den in eine Ecke legen, dass die da ihre Eier legen und daneben eine Mulde machen oder die heben dieselbe aus. Und dann können sie alle vertreiben, aber da werdet ihr staunen. So ein Fisch, der dann vielleicht 8 cm groß ist, hält das halbe Aquarium im Schach. Dieses halbe Aquarium ist dann sein Laichplatz und da hat dann keiner hin. Aber mit dem halben Aquarium kommt er dann klar, also so einen halben Meter und der andere halbe Meter ist für die anderen. Und dann bleiben auch alle am Leben und man staunt dann, wie gut die anderen da hören. Wenn der stinkig ist und die in die Ecke treibt, dann also dauert nur wenige Stunden und gar keiner versucht mehr darüber zu kommen. Die denken, komm, lass dir mal, das Ganze hat ja mal ein Ende, in einer Woche ist das gut. Und wenn die dann nachher in der Laichgrube sind, die Jungen überführt haben, wird der Stress ein bisschen weniger. Dann brauchen die vielleicht nur noch 30 cm vom Aquam. Aber da ist eine tolle Sache. Sowas zu sehen und zu züchten und wie diese Zichliden auf ihre Jungen aufpassen, ist ja wirklich ein ganz, ganz klasse Teil. Haltungscheck, der Turcano rote Zichlider. Es gibt dann natürlich immer ein paar Parallelarten, Unterarten, was auch immer. Das ist eben der Turcana oder Turcano, der eine nennt ihn so, der andere nennt ihn so. Hat sicherlich mit dem Herkunftsgebiet zu tun. Einer der roten Zichliden, der nicht so aggressiv ist wie die anderen. Da gibt es ganz böse, aber dieser, der geht also fast im Gemeinschaftsbecken, zumindest mit ein bisschen größeren Fischen. Der wird so 8, maximal 10 cm groß. Aquariumgröße sollte trotzdem 1 Meter lang sein, um eben, wenn man Bar im Aquarium hat, den ermöglichen zu können, eine Laichecke zu haben und natürlich den anderen Mitbewohnern ermöglichen, auch da drin weiterzuleben, wenn die da ableichen. Ist schon sehr wichtig. Die werden so 5 bis 8 Jahre locker alt. Also die Geschlechtsreife erreichen die ungefähr mit 8 Monaten. Ob man dann, wenn man züchten will, schon mit denen züchten will, vielleicht macht das dann noch keinen Sinn. Dann legen die noch nicht. Also die legen eher weniger Eier als viele andere Arten oder Parallelarten. Da gibt es welche, die legen 600, manchmal bis 800 Eier. Die eher tendenziell 150 bis 250. Wenn der erste Gelege kommt, dann sind da oft nur 20, 30, 50 Eier. Ob sich das lohnt, das aufzuziehen, müsst ihr natürlich entscheiden. Oder man wartet 2, 3 Bruten ab und macht das also dann. Aber die andere Seite muss ich sagen, es ist ja ein netter Fisch, ein prächtiger Fisch. Nur bevor ihr 250 eines Tages großzieht, macht euch bitte schlau, ob ihr anschließend auch für die Jungen jemanden habt, der die abnimmt. Denn nur 250 Fische großgezogen zu haben und keiner möchte die haben, das ist natürlich eine Belastung für alle. Dann kann man besser hingehen und lässt die Jungfische im Aquarium und wenn die Elterntiere eines Tages nicht mehr auf die Jungen aufpassen, tja, dann sind sie Futter. Das ist der natürliche Weg des Lebens. Ist einfach so. Die Entscheidung müsst also ihr treffen. Das Laichverhalten ist sehr intensiv. Also die machen eine ganz tolle Brutpflege, dann muss man einfach mal gesehen haben. Die passen also auf ihre Brut, die kämpfen darum, dass da keiner drankommt. Brauchen sie natürlich ein bisschen Platz für. Futter ist denen, ja, ich hätte ja beinahe gesagt, fast egal. Aber nicht, dass ihr da egal ins Aquarium reinschmeißt. Macht also schon Sinn, hochwertiges Futter zu machen. Je hochwertiger das Futter ist, umso intensiver ist die Farbe der Fische, umso kräftiger werden die,
Und eigentlich wollen wir ja schöne Fische im Aquarium haben. Also bitte hochwertiges Futter, Vitamine dabei, gelegentlich Lebendfutter, dann fühlen die sich wohl, dann ist das also wirklich alles klasse. Temperatur 22 bis 26 Grad, kurzzeitig selbst bis 30 können die vertragen. Der pH-Wert passt eigentlich auf fast jedes Aquarium, so 6 bis 7,8. Also um den neutralen Punkt versuchen wir ja fast immer das Wasser um 7 zu halten. In den normalen Gesellschaftsaquarium, sag ich mal so, damit man auch verschiedene Fische pflegen kann. Das heißt, das ist eigentlich schon ganz klasse. Genauso die Härte von 4 bis 15 ist also ein Fisch, der in vielen Wasserbereichen leben kann. Ich sag mal, in meinen Augen ein sehr schöner Fisch für fast jedes Aquarium. Nicht die feinfiedrigen oder feinflossigen Fische und alle, die ein bisschen größer sind, größer als die, die passen da rein. Ist interessant. Müsst ihr mal halten. Die kommen also aus Afrika, aus Gabun. Und das ist ja eigentlich sowieso selten, dass wir afrikanische Fische haben. Hat natürlich da auch viel mit den Bürgerkriegen zu tun. Da kommt also nicht regelmäßig immer was raus. Aber heutzutage fast alle afrikanischen Fische, die wir haben, kann man auch heutzutage nachzüchten. Und da ist das Problem eben nicht mehr so groß. Die kann man dann wohl eben kriegen. Und wir können die auch regelmäßig zeigen. Das hier, die wir haben, sind natürlich nachgezüchtete Fische. Sieht man schon, dass die alle so eine gleichmäßige Größe haben. So der dunklere hier, der schon jetzt noch ein bisschen frech wird, der hat sich, den flachen Stein habe ich vorhin erst hier reingelegt, aber der hat sich schon überlegt, das ist die richtige Stelle für sein Revier und jagt schon mal alle anderen weg. Jetzt müsst ihr nur noch ein Weibchen finden. Ja, die dicken Bäuche, die die Weibchen jetzt haben, sind aber keine Bäuche vom Eier, sondern wie ihr jetzt seht, in dem Film so gut wie alle Mückenlarven sind weg, so ein paar Reste noch, aber das schaffen die noch bis zum Ende sicherlich auch. Also ich persönlich halte den für einen super interessanten Fisch und wie ihr ja auch seht, der ist immer in Aktion, da ist immer was los. Das Gegenteil von dem ruhigen Schwarmfisch, der gleichmäßig durchs Aquarium zieht, sondern der sucht immer, der sucht auch Versteckplätze, die krauchen auch bis da hinten in die letzten Höhlen und untersuchen alles, suchen nach Futter, suchen auch Versteckplätze. Das ist natürlich wichtig, Versteckplätze anzubieten. Und habe ich einfach oft gehört, dass die Aquarianer sagen, nee, ich mache da nicht so viele Versteckplätze rein, sondern ich will ja meine Fische immer sehen. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn man viele Versteckplätze macht und seine Tiere nicht regelmäßig erschreckt, sondern in Ruhe lässt, immer an der gleichen Stelle füttert, werden die Fische total zutraulich und die kommen alle raus, wenn ich da bin. Und die kommen raus und sind sehr zutraulich, weil sie wissen, sie haben sichere Verstecke. Wenn die keinen Versteck haben und man kommt in das Zimmer rein, dann versuchen die sich irgendwie in einer Ecke zu verstecken und haben Angst und sagen, wenn der mich erwischt, ich kann mich ja nirgends verstecken, ich muss mich ja hinter irgendeinem Blattstängel oder sowas stellen. Und da fühlt sich der Fisch nicht wohl und ihr habt da auch keinen Spaß dran, weil die dann immer so ein bisschen Schreckfärbung haben und nie in richtiger Stimmung kommen. Und das finde ich ja eigentlich das Spannende an dem Fisch, dass er sich so wie zu Hause fühlt. Wir sehen ja hier, die toben hier rum, die fühlen sich einfach zu Hause. Das ist einfach ein klasse Fisch. Ich denke auch mal, das war jetzt ein klasse Film. Und das hat euch gefallen. Ich lasse mir für nächste Tage den nächsten Film einfallen. Und wenn euch das gefallen hat, sehen wir uns nächste Tage wieder. Abgemacht. Bis dann. Wir sehen uns.